Winners Queue und Losers Queue in League of Legends erklärt. Was geht ab, Freunde des Rank Grinds in League of Legends? Heute will ich mal zwei Begrifflichkeiten erklären, die schon jeder Ranked Enthusiast gehört hat. Und zwar, meiner Erfahrung nach gibt es in League, wenn du Ranked zockst, eine Upward Spiral und eine Downward Spiral. Ihr kennt ja vielleicht diese englischen Begriffe. Was heißt das? Und das ist jetzt erstmal basierend auf meinen Erfahrungen, ja? Wenn ich Winstreake, habe ich das Gefühl, dass ich bessere Teammates bekomme. Gleich Winners Queue. So geht's halt vielen League-Spielern, deswegen diese Begriffe. Genau dasselbe aber auch, wenn ich Losestreake. Wenn ich Losestreake, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich dann auch ebenso immer schlechtere Teammates bekomme. Downwards Spiral. Ja? Also, das Ding ist aber, dass vom Matchmaking-Algorithmus her zu beweisen, dass das wirklich so ist, das ist sehr schwierig. Man kann nur sagen, also ihr kennt ja das Sprichwort Kausalität nicht gleich. Nee, wie heißt es? Ach, ihr wisst, was ich meine, dieses Sprichwort halt. Jedenfalls, ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe und dass unglaublich viele andere League-Spieler genau dieses Gefühl haben, ja. Du winstreakst, du kriegst bessere Teammates, also du reitest quasi immer auf so einer Win-Welle oder auf so einer Lose-Welle. Weil in letzter Zeit lief es, wie ihr sehen könnt, in meinen Rank-Games mal wieder ein bisschen besser, ja. Davor hatte ich aber tatsächlich einen Lose-Streak. Hier, wo man auch irgendwelche Champions pickt, die man eigentlich gar nicht kann, weil man das Gefühl hat, ist doch eh egal. Und dann wird es natürlich so oder so noch schlimmer. Dann hatte ich aber bei Dante, meinem Hackerem-Vorbild, so einen geilen Bild gesehen in einem Video, was er gepostet hat, hier mit Evershroud oder Evenshroud oder wie das heißt. Und seitdem, Leute, seitdem läuft der LP-Gain wieder, ja, wie ihr sehen könnt. Davor hatte ich ja bestimmt 5, 6, 7, 8 Loses aufeinander gestackt. Und das ist das Schwierige, aus Losers Queue rauszukommen. Weil wenn ihr einmal in Winners Queue seid, ich kann euch sagen, hier zu gewinnen, ich bin jetzt hier wieder irgendwie Platz 2, 30 LP oder so, hier zu gewinnen ist einfacher als in Platz 4, ich glaube, da hatte ich sogar 0 LP, nach so 8 Loses. Das klingt crazy, weil ihr würdet ja denken, hä, aber an Platz 4 spielen doch dann auch die Gegner ein bisschen schlechter, ja. Aber du kriegst auch schlechtere Teammates, zumindest von der Wahrnehmung her. Wie bereits gesagt, das algorithmisch zu beweisen ist unglaublich schwierig. Oder hier, guck mal, ich spiele wirklich keinen ADC. Ich bin Auto für ADC. Ich muss mal eine Sache kontrollieren, weil der Typ meinte, der wäre auch Auto für ADC. Ich muss mal gucken. Ah ja, Auto für ADC und dann Ezreal als Bild und Hintergrund. Na, da bin ich ja gespannt, ob das stimmt. Oh. Das ist ja witzig. Doch, der war tatsächlich auch. Ach, das ist ja lustig. Dann waren wir tatsächlich beide Auto für ADC in diesem Game. Okay, das ist witzig tatsächlich. Dann war das wirklich so. Ich dachte eben schon. Na jedenfalls hier, würde ich als Auto für ADC gewinnen, nachdem ich 8 Games verloren habe in Losers Queue? Wahrscheinlich nicht. Ja, hier hatte ich einen Kha'Zix, der war zwar toxic, aber hat gut gespielt, muss man auch mal fairerweise so sagen. Und mein Swain, ey, der Swain war auch total in Ordnung, ja. Cho'Gath war auch dabei. Deswegen, ja Leute, Winners Queue und Losers Queue ist definitiv ein Thema in der League of Legends. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier noch irgend so einen Storm von mir an. Da können wir dann nochmal so ein bisschen besser nachvollziehen. Ja, was ich damit meine. Ich glaube, ich weiß, welches Game ich nehme. Ich nehme tatsächlich nicht meinen coolen Hegerin-Bild, sondern das randomste Game überhaupt, wo ich diesen Hegerin-Bild auf Udyr ausprobiert habe, weil mein Heger gebannt wurde. Ja, das ist dann mal sad. Das ist das einzige Problem an One-Trick. Vor allem an One-Trick, der gerade sehr beliebt ist, Leute. Das ist das einzige Problem. Wenn euer Main dann gebannt wird, also ihr braucht so mindestens so 2-3 Picks, die ihr so halbwegs könnt. Klar braucht ihr einen One-Trick, also statistisch betrachtet werdet ihr mit einem One-Trick immer besser bleiben, aber ich würde da nicht jedes Game dodgen, wenn mein One-Trick sozusagen gebannt ist. Sprich, ihr braucht so Champions. Meistens nimmt man dann Champions, die so ähnlich sind. Und Udyr AD ist jetzt nicht so unterschiedlich zu Heka AD. Also die sind relativ ähnlich tatsächlich. 30 Sekunden until Minions spawn. Ja. Und hier war halt wieder so ein Game, wo alle Leute komplett rasiert haben. Deswegen meine ich Winners Queue. Das ist Winners Queue, Leute. Losers Queue, also wie bereits gesagt, es ist schwer, das mit dem Matchmaking-Algorithmus nachzuweisen. Es ist echt schwierig. Aber ich habe schon nochmal so ein bisschen recherchiert, wo Leute genau dieses Thema eben diskutiert haben. Gibt es sowas wie, du kriegst bessere Teammates, wenn du öfter gewinnst? Ja, also da gibt es auch diese Punkte.
Wir haben in den Kommentaren haben da Game Devs geschrieben. Ich kann euch ja, also jetzt die Daten, ich kann euch sagen, solche Algorithmen gibt es. Das wurde mir auch gewundert. Es ist nur halt schwer, das so sozusagen nachzuweisen. Aber Game Devs haben da kommentiert, ja. Und hier, ihr seht Double Kill. Meine Boardgame Double Kill, was hab ich gemacht? Gar nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab drei Camps gespielt. Wir haben Double Kill allein. Wisst ihr, was das für ein Glück ist? Wenn ihr jetzt random in einem Rank Game geht und ihr denkt, eure Boardgame hat einen Double Kill machen, weil ihr nicht gar nicht. Das könnt ihr im Winner-Spiel haben, aber im normalen Rank überhaupt nicht. Wird nicht passieren, Leute. Dieses Game war wirklich wild, weil hier habe ich tatsächlich nur so einen neuen Bild ausprobiert. Ich wusste nicht, dass dieser neue Hacker-Bild. Ich kann ja mal hier dieses Score-Ding wieder aufrufen. Ich wusste nicht, dass es auch mit Studio funktioniert. Oder ob es auch mit Studio funktioniert. Jedenfalls dieser AD Hacker-Bild ist halt insane, oder die Felgen Hacker-Bild. Fast geimpft, Digga, das ist ein Destiny. So, und ich habe hier einfach mal diesen Bild ausprobiert. Oh, guck mal, Fiddle klaut meinen Gromp, Alter. Wie so ein Nerd campt er da in meinem Gromp. Ich habe mich so gewundert in dem Game, hä, wieso ist mein Gromp weg? Und jetzt sehe ich so im Replay, dass Fiddle der Nerd da in meinem Gromp gecampt hat und den einfach so umgehauen hat. Ich dachte mir so, Digga. Guck mal, der recoilt genau in dem Moment. Da wird es sehen. Gang of my life. Illaoi gegen Garen ist so ein bisschen ein tricky Matchup. Das kann wirklich in beide Seiten. Dieser Killeboard verwirrt mich dann. Udi ist eigentlich ein Farm-Spieler. Aber in dem Game wollte ich generell mal verschiedene Sachen ausprobieren, den neuen Bild. Hier habe ich mal mehr auf Gang gesetzt und ich glaube, das wäre schon. Also hier ist das nicht mit dem Game. Hier ist man immer zu verleiten, weil er nicht ganz so gut ist. Aber ich glaube, ich werde da meinen Udius für ein bisschen ändern. Ich glaube, ich werde dann mal einen Udius für ein bisschen ändern. Also ich würde natürlich was zu tun, wenn ich das habe. Guck mal, Ryan! Wie der... Hätte der die Blume in die andere Richtung gemacht, das wäre so gut. Verrückt. Ja, das war auch wild hier. Oh, da die Rise oben. Ich glaube, da habe ich mal ein bisschen verkauft und meine Kill geholt. Hashtag besser du, ne? Da haben wir wieder. Geh ich da doch? Oh, als ob dieser irgendwie auch nicht direkt durchgeht. Das kannst du doch keinen mehr glauben. So, ja, das Game lief überdurchschnittlich gut. Kaiser 3-1, ich 2-2, als Udi, der normalerweise eher Farmer. Hab ich hier eigentlich den Harold direkt gemacht? Ist so lustig, ich finde, weil du nicht der hat den Nord und seinen Red gemacht. Ey, das wusste ich, weil der Fiddle war auch am Nord. Ja, der hat sich davor auch den Nord geguckt. Also der Fiddle hat sich halt nicht Ja, ich spiele tatsächlich lieber AD Junior, also AD Junior kann halt auch Breakfast mega schnell. Aber in den Teamfights ist der schwieriger zu spielen, weil ihr seid halt wie so ein Assassin, der so ein, zwei Leute rauskommt. Also wenn ihr den Junior so mit Junior spielen wollt, spielt auf jeden Fall. Funktioniert eigentlich fast genauso. Ja, aber also ich spiele meistens irgendwie hier. Mit Hosenlager oder wie sie. Ohne der Haas. Viel schon. Verrückt ist er. So oder so. Ja, Winner's Queue. Also ich kann ja nochmal hier die Schwierigkeit, weil ihr denkt euch jetzt, okay, ich gewinne viele Games, du kriegst bessere Teammates. Scheinbar. Ob es wirklich so ist, wie du als Werkschwätzer. Wie sollt ihr das denn jetzt nachmachen? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich,
Ich hatte in dem Fall Glück, dass ich dieses Dante-Video gesehen habe mit dem neuen Hekarin-Bild. Ich kann den neuen Hekarin-Bild ja nochmal erklären. Also du gehst... Der First Base ist idealerweise Tier plus Cooldown-Schuhe, aber da musst du erstmal 1400 Gold bekriegen. Das ist nicht immer so einfach. Wobei, man geht tatsächlich auch eine andere Runenseite bei dem... Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Du gehst halt Futures Market und Cosmic Insight bei diesem neuen Hekarin-Bild. Und nicht mehr die rote Second-Seite. Na, jedenfalls mit Futures Market kannst du dann halt so Sachen manchmal auch schneller kaufen. Das ist der Punkt dieser viel zu langen Story. So oder so, genau, dann geht ihr Black Cleaver First, genau wie ich das hier bei diesem Udyr-Ding-Game mal getestet habe. Second, dann Mana Mune completed. Und als drittes, das ist dann wichtig, Even Shroud als Mythic. Vom Garen, ach, der Garen hat die nicht gekriegt, Alter, was ist denn hier so? Was ist denn hier so? Hier den Gorm vermöbelt, Alter. Bam, 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 bam. Ja, probieren mal AD Udyr aus. Spielen nicht mehr so viele, wurde auch abgeschwächt tatsächlich. Ist aber lustig, weil ihr so Drakes und so komplett schnell erledigen könnt. Ich meine, das Game war mein Itembild aber egal und das ist so ein Winner's Queue-Thing. Wenn ihr in Winner's Queue seid, ist euer Itembild tatsächlich egaler als in Loser's Queue. Weil in Loser's Queue müsst ihr ja der sein, der alle Loser da rauscarryt. Da müsst ihr dann halt extrem gut spielen. Also der Punkt. Der Punkt, der viel zu lange Punkte. Das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. Diese Platin 4 Games, wo ich bei 0 LP Platin 4 war, nach einem 6, 7, 8 Game Losing Streak, dieses Game dann zu gewinnen, schwieriger als jetzt zu gewinnen, wo ich Platin 2, ich glaube 30 LP oder so bin und einen Winstreak habe. Weil hier kriege ich bessere Teammates. Das Einzige, was manchmal passiert, ist, dass die tilten oder so toxic sind. Weil wenn so viele Leute winstreaken in Winner's Queue, dann werden die manchmal so übermütig oder egohaft. Nach dem Motto, die sind die Besten und so. Und ob ich jetzt verliere oder nicht, ist egal. Aber ich habe ja gerade 10 Games gewonnen in Winner's Queue. Und wenn ihr dann toxic seid, könnten die manchmal dann anfangen zu inten oder so. Da müsst ihr dann halt aufpassen. Aber grundsätzlich, deswegen spiele ich ja ohne Chat. Ich habe tatsächlich jedes Game mit Chat gemutet. Das Einzige, was ich mache, ist manchmal Ping oder ich schreibe dann sowas wie komm Drake, all five Drake, komm Baron, rush Baron. Das, ich schreibe, wenn dann, so kleinere Calls, die die anderen dann auch gefällig zu befolgen haben. Aber, oder ich ping halt, wenn ich weiß, dass der Jungler irgendwie irgendwo hingeht. Aber ich kann euch sagen, ich habe auch schon... Ich hab bestimmt 1000 Mal gepingt und wo der meine Botlane dann trotzdem am Jungle gekillt wurde oder so. Also. Leute spielen ohne Minimap, Alter. Also so viele spielen ohne Minimap. Das regt mich richtig auf. Die müssen doch mal diese Minimap-Informationen nutzen, Alter, aber das machen die wenigsten. Digga, die wenigsten machen das. Das regt total auf. Das ist voll so am Aufregen, Alter. Und hier, wie bereits gesagt, ich habe hier tatsächlich einfach nur einen neuen Bild getestet. Also das ist halt der Hekarin-Bild, der auf Hekar so strong ist, wie ihr seht. Black Cleaver, Mana Mune. Auf Hekar funktioniert es noch besser als auf Udyr, weil ihr habt mit dem Q von Hekar ja AOE-Damage. Und da könnt ihr dann, wenn das Q gestackt ist und ihr Snowballs seid, manchmal so drei Leute gleichzeitig umhauen. Mit Udyr könnt ihr eher so Single-Target-Damage machen. Aber guck mal, dafür ist der Damage nicht weg. Guck mal! Double Doran, Alter, Shoutout an dieser Stelle. Die Kaiser war auch ziemlich gut tatsächlich. Die war ziemlich strong, muss ich sagen. Und so ist es dann halt einfach zu gewinnen. Achso, wie kommt ihr jetzt aus Loser's Queue raus? Uff, ja, ja, es ist gar nicht so einfach. Ihr braucht halt eine Broken OP-Strategie, um aus dieser Loser's Queue rauszukommen. In dem Fall war das der neue Hekar-Bild von Dante, den noch nicht so viele kennen. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Na, ich weiß halt, dass Dante ein Challenger-One-Trick von meinem One-Trick ist, also Hekar, von meinem Main-Trick. Und der ist ja relativ bekannt, deswegen gucke ich immer mal so seine Videos an. Da habe ich schon so geile neue Ideen rausgefunden mit so verschiedenen Jungle-Paths, die man machen kann. Oder halt dieser neue Item-Build.
Ja, so Runenseiten, weil manchmal so kleine Änderungen machen manchmal einen riesigen Unterschied. Das ist auch wichtig. Deswegen würde ich euch empfehlen, Challenger Main von eurem Champion zu suchen. Ist bei manchen einfacher. So Yasuo gibt es viele zum Beispiel, die so Yasuo-Erklärvideos machen. Manche Champions spielen halt weniger, so Karma Top oder so. Da würde es jetzt länger dauern, einen zu finden, der das jetzt spielt. So. Aber grundsätzlich ist das die Idee. Ihr sucht euch halt einen Champion, der snowballen kann, der solo carryen kann. Das sind meistens Jungle. Kann aber auch ein Midlaner natürlich sein, ein Toplaner, ein Botlane. Eigentlich geht es auf jeder Position. Jungle ist nur am einfachsten, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten. Genau, ihr braucht dieses Challenger-Elo-Vorbild von eurem Champ. Und ich habe ja schon viele Challenger vorgestellt hier in den Gameplay-Analysen. Vielleicht könnt ihr da auch mal einen finden, wo ihr sagt, der spielt nahe. Guckt ihr halt, ob der Videos macht. Aber theoretisch, Leute, wenn ihr jetzt wirklich Richtung Dia Master kommen wollt, theoretisch braucht ihr nicht mal die Erklärvideos. Ohne Witz. Wenn ihr das Game-Verständnis habt, was ihr braucht, um nach Dia oder Master zu kommen, dann reichen die Replays alleine zu 100% aus. Ihr braucht nichts anderes als die Ingame-Replays. Ganz einfach. Weil die Informationen sind ja hier schon alle da. Also wenn ihr jetzt meinen komischen Unia-Build zum Beispiel spielen wollt. Wo ich gar nicht sicher bin, ob der so gut ist, muss ich noch ein bisschen weiter bemühen. Ich sag ja nur. Genau, also wenn ihr jetzt wirklich Dia Master Plus kommen wollt, die Informationen aus dem Replay reichen eigentlich. Also dann habt ihr, weil ihr braucht ja sowieso das Game-Verständnis, um dann aus dem Item-Builds, Runen, Spielspiel und so weiter zu verstehen, warum er klar ist, warum es vielleicht besser ist, als was ihr macht mit eurem Champion in Silber oder so. Aber wenn ihr es noch ein bisschen einfacher haben wollt, könnt ihr auch diese Erklärvideos schauen, wie bereits gesagt, Dante, wenn jetzt Heka spielt. Was gibt's noch so? Citric, wenn ihr Shyvana spielt. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, ne? Oder dieser Dirty Mobs Typ war es bei Illaoi zum Beispiel, glaube ich. Ihr müsst halt so ein bisschen gucken, welcher Hylo Typ spielt den Champion. Guckt die Erklärvideos und dann könnt ihr aus Losers Queue mit einem OP-Build in Winners Queue kommen. Möglich ist es, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.